Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Klonen-Werkzeug richtig verwenden kannst. Ich habe hier eine Aufnahme aus Salzburg, im Hintergrund ist gut die Festung zu sehen, und mich stört an diesem Bild eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn ihr euch das linke Gebäude hier anseht, fällt hier auf den ersten Blick etwas extrem auf. Ich zoome mal mit dem Vergrößerungswerkzeug hier ein wenig ein, dann sieht man das noch besser. Und zwar hat dieses Gebäude hier links und rechts jeweils ein Fenster, aber in der Mitte keines. Nun, das mag in der Wirklichkeit vielleicht ganz praktisch sein, das wird schon einen Zweck erfüllen. Auf dem Bild stört uns das aber. Es wäre toll, wenn wir hier auch Fensterscheiben hätten. Jetzt gehe ich noch ein bisschen näher mit dem Vergrößerungswerkzeug hinein. Ich könnte übrigens auch auf der Tastatur die Taste Plus für hineinzoomen bzw. Minus für auszoomen drücken. So, was ich jetzt erreichen will, ist dieses Fenster hier rüber zu kopieren, und dazu verwende ich das angesprochene Klonen-Werkzeug, das ihr links in der Werkzeugpalette findet. Die Größe dieses Werkzeugs, ihr seht sie anhand dieses runden Kreises, könnt ihr bei Größe einstellen. Momentan ist der 50 ausgewählt. Ich könnte es noch ein bisschen kleiner machen. Gehen wir auf 40 oder 35 sogar. Mit diesem Tool kann ich jetzt als erstes einen Referenzpunkt setzen. Ein Referenzpunkt ist ein ganz markanter Punkt im Bild, von dem ausgehend das Bild in einen anderen Bereich hierüber kopiert wird. Also wenn ich dieses Fenster hierüber kopieren will, dann muss ich hier einen Referenzpunkt setzen, und am besten macht man das an einem Punkt, der sehr gut auffällt. Ich nehme hier den Punkt ganz links oben. Ich gehe dort mit der Maus hin, drücke auf der Tastatur, gut zuhören, die Steuerungstaste, halte sie gedrückt und klicke ins Bild. Dann kann ich Steuerung wieder auslassen. Und wenn ich jetzt mit der Maus weggehe, sehe ich hier oben, bleibt so ein kleiner Kreis übrig. Das ist mein Referenzpunkt. Und ab da ausgehend wird jetzt der Bildteil kopiert. Jetzt muss ich mir überlegen, wohin will ich den Bildteil kopieren? Natürlich hier rüber. Das Ganze soll auch links oben auf der gleichen Höhe anfangen. Ich klicke also jetzt, halte die Maustaste gedrückt und schaut zu, was ich mache. Ich fahre über das Bild drüber. Ich male also wie mit einem Pinsel über das Bild drüber, und dadurch entsteht jetzt ein Fenster. Ihr könnt das gut beobachten, dass auf der rechten Seite des Bildes sich der Kreis, der Referenzpunkt mit meinen Bewegungen links mitbewegt, und überall dahin, wo der Kreis kommt, wird der Bildausschnitt anderswo eingefügt. Ja, und nun habe ich dadurch ein Fenster erschaffen, wo eigentlich gar keins ist. Ich zoome mit der Minustaste hinaus und sehe mir das von weiter weg an. Ja, und das sieht sehr realistisch aus. Nun könnte ich dasselbe hier unten wiederholen, das mache ich auch. Plus-Taste zum Hineinzoomen. Ich setze wieder einen Referenzpunkt, wo es sehr markant ist. Ich nehme hier oben diese Spitze wieder, drücke Steuerung, klicke, der Referenzpunkt ist gesetzt, Steuerung wird ausgelassen. Jetzt muss ich an dem Punkt, an dem mein Bild eingefügt werden soll, und das ist jetzt hier. Jetzt probiere ich mal aus, was würde passieren, wenn ich an dem falschen Punkt jetzt dieses Bild einfüge. Ihr seht es, wenn ich hier male, wird das Fenster weiter unten eingefügt, und das bringt mir nicht wirklich was. Das sieht dann sehr komisch aus. Also ich muss wirklich hier oben anfangen, auf gleicher Höhe wie der Referenzpunkt ist. Probiere es nochmals. Und jetzt ergibt es wirklich einen Sinn. Und das Fenster wird an der richtigen Stelle eingefügt. So könnte man dann auch ein wenig schöner machen. Jetzt habe ich hier, wie man sieht, auch diese
graue Wand von hier drüben mitkopiert. Das stört mich natürlich. Aber das könnte ich dann mit dem Journal nochmals rückgängig machen. Einfach nochmal neu zeichnen. Und dann sieht es schon viel besser aus. Mal schön rundum, keine Punkte vergessen. Ich zoome aus. Und das Bild ist fertig und es sieht toll aus. In diesem Video hast du gelernt, wie du das Klonenwerkzeug verwendest. Und du hast kennengelernt, wie man mit dem Klonentool einen Referenzpunkt setzen kann und eine Kopie in einem anderen Teil des Bildes einfügen kann.